Hallo und herzlich willkommen zu diesem Destillationsvideo. Ich habe in den letzten Tagen wieder häufiger auf der Terrasse gearbeitet und dabei auch festgestellt, dass meine Sichtschutzsträucher schon eine ziemliche Höhe erreicht haben und da dringend ein Rückschnitt fällig ist. Bei den Pflanzen handelt es sich um Thujen. Und da ich eigentlich sehr ungern irgendetwas ungenutzt verkommen lasse, habe ich natürlich auch gleich einen Blick in meine schlauen Bücher geworfen. Und siehe da, Thujen kann man tatsächlich auch mit Wasserdampfdestillation von ihren ätherischen Ölen befreien. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir das gleich zum Thema für dieses Video machen. Das Rohmaterial müssen wir uns natürlich draußen besorgen, dort wo es wächst. Und deswegen begeben wir uns jetzt noch kurz auf die Terrasse. Den Rückschnitt der Thujen habe ich ohne Kamera gemacht, dafür brauche ich ja beide Hände frei. Hier seht ihr, was bei einer Pflanze an Material zusammenkommt. Es ist schon relativ viel und wir werden zum Destillieren nur die grünen Bestandteile, also diese nadelähnlichen Laubausprägungen, benutzen. Dafür werde ich sie noch etwas kleiner schneiden und dann können wir sie auch schon in die Kolonne füllen. Und hier haben wir auch schon die geernteten Triebspitzen. Ich habe sie einmal ansatzweise zerkleinert, man könnte sie noch feiner schneiden, aber ich denke, dass das ausreichen sollte. Die holzigen Bestandteile habe ich weggelassen, allein schon deshalb, dass ich mir das ganze Harz erspare und damit nicht meine Destille verklebe. Natürlich sind in diesen Triebansätzen auch noch Harze vorhanden, aber in weit geringerer Konzentration als in den holzigen Bestandteilen. Und das füllen wir jetzt, so wie es ist, in die Kolonne. Natürlich kommt wieder das Edelstahlsieb zum Einsatz, aber eigentlich bräuchten wir es hier nicht, da das Pflanzenmaterial grob genug ist, um nicht durch die Löcher zu fallen. Und wie üblich werden wir auch hier das Pflanzenmaterial wieder abwiegen, um danach die Ausbeutenberechnung machen zu können. Kolonne mit Edelstahlsieb, Waage auf 0 stellen und schon kann das Befüllen beginnen. Das ist hier jetzt ganz einfach, da das Material ja groß genug ist, um es sinnvoll in die Hand nehmen zu können. Allzu viel passt anscheinend nicht hier in die Kolonne hinein. Da werden wir noch ein bisschen quetschen und stopfen müssen. Ich hoffe, dass ich auf 200 Gramm Pflanzenmaterial komme. Bezüglich der Ausbeute habe ich in der Literatur Angaben von 1 bis 1,5% gefunden. Das heißt, bei 200 Gramm Pflanzenmaterial bewegen wir uns zwischen 2 und 3 Milliliter ätherischem Öl. Das müsste auch im selbstgebauten Ölabscheider gut zu erkennen sein. Wir sind nun knapp bei 200 Gramm. Okay, 204. Etwas passt noch hinein. Aufquellen wird dieses Material ja nicht so besonders, da es noch relativ feucht ist. Wenn man getrocknete Triebspitzen benutzt, dann sollte man ein bisschen Raum für Expansion lassen. Wir sind nun bei etwa 260 Gramm. Das notieren wir uns dann noch für später, beziehungsweise ich schaue es nachher dann im Video noch einmal nach. Und dann können wir die endgültige Ausbeute auch abschätzen. Gefüllten Kessel drunter. Destillenhut oben drauf. Kühler angeschlossen. Und schon kann es losgehen.
sind wir auch schon beim Endergebnis angelangt. Die ungefähr 260 Gramm Pflanzenmaterial, Tuyen, Laub, Nadeln, naja, nennen wir es grün, haben ungefähr einen Milliliter ätherisches Öl gebracht. Das ist jetzt weit unter dem, was als Minimalausbeute angegeben ist. Andererseits ist es noch relativ früh im Jahr. Die Tuyen fangen gerade erst an auszutreiben und nach dem Winter kann es schon sein, dass der Ölgehalt entsprechend geringer ist. Ich werde dieses Experiment im Hochsommer oder Ende des Sommers noch einmal wiederholen, dort dann das Pflanzenmaterial zur Mittagszeit ernten, so wie es in der Literatur auch angegeben ist, und dann sehen, ob die Ausbeute höher wird. Hier seht ihr die Ölschicht jetzt noch einmal im Detail. Wie gesagt, es handelt sich um ungefähr einen Milliliter. In diesem Ölabscheider ist das nur ziemlich schlecht mit freiem Auge zu erkennen. Der Grund dafür ist der große Durchmesser des Messzylinders. Im kleineren kommerziellen Modell wäre es hier einfacher, die Ölmenge zu erkennen und abzuziehen. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir für zukünftige Destillationen immer von der Ausbeuteberechnung in der Literatur ausgehend die Entscheidung für entweder dieses Modell oder den anderen Ölabscheider treffen. Bei geringer Ausbeute und wenig Pflanzenmaterial ist es sinnvoller, den engeren Durchmesser zu benutzen. Natürlich kann man sich aus einem Messzylinder auch selbst einen Ölabscheider mit engerem Durchmesser basteln. Dafür benutzt man dann einfach einen zum Beispiel 50 ml Messzylinder. Die sind von der Bauweise her ähnlich konstruiert, aber kleiner und dünner. Dann ist auch die Ölschicht viel deutlicher zu erkennen. Und für alle, die bis zum Ende dran geblieben sind, gibt es jetzt auch noch ein paar Anwendungs- und Verwendungshinweise. Das Hydrolat eignet sich als Duftwasser. Man kann es zerstäuben, man kann es theoretisch auch in der Zerstäuberflasche auf Körperstellen auftragen. Es entwickelt dann eine leicht kühlende Wirkung. Zu viel solltet ihr davon aber nicht benutzen, weil es auch teilweise leicht hautreizend wirken kann. Beim ätherischen Öl an sich ist die Sache schon etwas komplizierter. Das eignet sich hauptsächlich oder größtenteils nur für die äußere Anwendung. Man kann es als Duftöl benutzen, es wirkt aber laut Literatur auch hervorragend gegen Warzen. Grund für die nur äußerliche Verwendung ist ein Hauptbestandteil dieses Öls, und zwar das Thujon. Das ist ein relativ starkes Nerven- und Zellgift und deswegen sollte man es nicht trinken oder zu sich nehmen. Als Duftöl verwendet ist das Thujenöl genauso anzuwenden wie auch das Öl von anderen Nadelbäumen. Es verbreitet einen sehr frischen und aromatischen Geruch und erinnert irgendwie an Wald. Aufgrund der Giftwirkung des Thujons ist jetzt auch auf jeden Fall zu raten, dass ihr nach einer Thujendestillation eure Destille und eure Anlage, alle Schläuche und alles, was sonst noch mit dem ätherischen Öl in Verbindung und Kontakt getreten ist, gründlich reinigt. Wie man das am geschicktesten und effizientesten anstellt, habe ich euch oben in der Infobox noch einmal verlinkt. Dazu gibt es nämlich auch bereits ein Video auf meinem Kanal. Das war es dann auch schon zur Thujendestillation. Wir haben ein paar neue Erkenntnisse mitnehmen können und wissen jetzt, dass dieses Pflanzenmaterial sich relativ gut zur Destillation von ätherischen Ölen eignet. Wenn ihr also das nächste Mal eure Hecken zurückschneidet, denkt daran und versucht es vielleicht auch einmal. Wenn ihr bei euren Destillationen irgendwelche speziellen Erfahrungen mit dem Thujenöl gesammelt habt, könnt ihr mir die auch gerne in den Kommentaren zukommen lassen. Damit mache ich auch Schluss für heute, wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.